Memo an alle, Filme aus Indien sind nicht gleich Bollywood-Musicals. Wie hat das Essen geschmeckt? Dein Blumenkohl war sehr gut. Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Lunchbox kam letztes Jahr in die Kinos. Damals habe ich ihn verpasst. Jetzt möchte ich ihn euch aber vorstellen. Den gibt es jetzt auf DVD und Blu-ray zu kaufen. Es ist die Geschichte von Ilas, eine indische Frau, die lebt in der Metropole Mumbai. Und sie wird von ihrem Mann mittlerweile ein bisschen vernachlässigt und das Ganze läuft nicht mehr so gut, dass sie sich etwas überlegt, das Ganze mit ihrer Kochkunst wieder aufzufrischen. Aber nicht einfach auf normale Art und Weise, sondern sie lässt immer in der sogenannten Lunchbox über einen Kurier das Essen zu seinem Arbeitsplatz schicken. Das Ganze geht aber etwas schief, denn es landet nicht bei ihrem Mann, sondern bei dem einsamen Sajan, der anfängt auch Briefe zurückzuschreiben und so entsteht auf einmal eine sehr intensive, zarte Freundschaft. Wie das Ganze aussieht, das seht ihr hier im Trailer. Das Leben ist heutzutage sehr hektisch. Es gibt zu viele Menschen und jeder will, was der andere hat. Sajan, das ist Jake. Er übernimmt Ihre Arbeit, wenn Sie uns nächsten Monat verlassen. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Sir. Andi, die Lunchbox ist zurück. Sie ist leer. Ganz leer? Ja. Wie hat das Essen geschmeckt? Dein Blumenkohl war sehr gut. Anti, die Lunchbox ist bei jemand anders gelandet. Ach ja? Danke, dass Sie gestern alles aufgegessen haben. Für eine gewisse Zeit dachte ich, Liebe könnte wirklich durch den Magen gehen. Doch als mein Mann spät nach Hause kam, sagte er kein Wort. Warum bekommen Sie nicht noch ein Kind? An der Ehe tut manchmal ein weiteres Kind gut. Sie sehen 10 Jahre jünger aus. Mein Mann hat eine Affäre. Liebe Ila, es ist nie so schlimm, wie es scheint. Ich denke, es ist Zeit, dass wir uns treffen. Pflegte immer zu sagen, manchmal fährt der falsche Zug zum richtigen Ort. Filme aus Indien schwappen gar nicht so oft rüber nach Europa und nach Deutschland. Dennoch kennt man den Hauptdarsteller sehr gut. Irfan Khan kennen einige zum Beispiel aus Life of Pi und auch anderen größeren Produktionen. Schön, dass man ihn mal wieder sieht, gerade weil man Slumdog Millionaire und Co. zwar kennt, aber sowas kommt eben sehr selten. Und ich finde diesen Kulturclash, dass man was komplett anderes auf der Leinwand sieht, immer besonders schön. Denn gerade dann finde ich, dass die Bilder besonders schön funktionieren. Und ich mag das mal ganz woanders einzutauchen. Und das klappt bei Lunchbox richtig super. Der Film ist dagegen sehr unaufgeregt. Er möchte überhaupt gar nicht stressig sein, sondern er holt wirklich den Zuschauer so richtig, in dem Fall, weil ich ihn jetzt zu Hause geschaut habe, aufs Sofa zurück und sagt, jetzt beruhig dich doch mal. Ich hatte also die ganze Zeit das Gefühl, dass der Film auch mit mir so ein bisschen indirekt spricht und sagt, Dominik, beruhig dich mal. Ich erzähle dir jetzt einfach diese Geschichte von zwei Menschen, die sich näher kommen, ohne dass das direkt in irgendeine Romanze enden muss. Beziehungsweise ich möchte auch gar nicht weiter vorwegnehmen. Das ist richtig schön, bringt sehr viele Lebensweisheiten mit. Und gerade Irfan Khan spielt wirklich diese Einsamkeit fantastisch. Und da muss ich sagen, war ich sehr überrascht, denn ich dachte erst, der Film könnte vielleicht ein bisschen langweilig sein. Ist er aber überhaupt nicht, sondern er ist einfach nur sehr ruhig und sehr entspannt. Und das ist natürlich dann kein Film für einen Videoabend, aber für... Wir ziehen uns mal zurück und wollen uns mit uns und dem Leben ein bisschen auseinandersetzen, ist das natürlich perfekt. Aber nicht nur, dass der Film einen selber zum Nachdenken anregt, sondern er ist auch voller Kontraste. Gerade, dass man es nicht erwartet. Mumbai ist eine unglaublich große, laute Metropole. Und der Film selber schafft es aber, diese komplette Lautstärke runterzubrechen und einen sehr leisen Film zu inszenieren. Und auch Tanz- und Bollywood-Einlagen gibt es überhaupt nicht. Also wirklich Filme, die aus Indien kommen, haben ja immer dieses, ja, ja, da tanzen die und singen die immer. Das ist kein Bollywood-Film, sondern passt sehr, sehr auch in die westliche Welt. Und das, finde ich, ist immer eine Kunst, dass ein Film in vielen verschiedenen Kulturen einfach funktioniert, obwohl er eine sehr spezielle Kultur behandelt. Das mag ich sehr und bin ein Riesenfan davon. Und von euch möchte ich jetzt wissen, was ist denn für euch ein Film, an dem ihr euch sehr erfreut habt, weil ihr eine andere Kultur kennengelernt habt? Schreibt das mal in die Kommentare und da bin ich wie immer gespannt. Und ihr wisst ja, ich antworte natürlich nicht auf jeden Kommentar, aber ich lese
sie alle. Meine persönliche Bewertung sind starke 8 von 10 Punkten, denn der Film schafft es einfach, mich komplett zu überzeugen und auch immer zu entspannen. Und das finde ich, wenn ein Film etwas erreicht, was ich, wenn ich den Fernseher ausschalte, immer noch bleibt und ich mich wohlfühle und es mir gut geht, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Der Film hat mich eben überzeugt und es gibt auch andere Filme, die mich überzeugen. Und die habe ich euch zum Beispiel unten verlinkt. Komm, ein letztes Mal darf ich den Film noch verlinken. Boyhood läuft jetzt gerade im Kino. Checkt auf jeden Fall mal dort meine Review. Aber auch einen Film, der 2013 gestartet ist, den ich euch erst auch als DVD vorgestellt habe. Hier unten bei Blau ist eine warme Farbe. Und dann könnt ihr auch gerne schreiben, wenn ihr es gut findet. Wenn ich Filme verpasst habe, dass ich die später noch irgendwie nachhole, damit ihr immer aktuell auf dem neuesten Stand seid. Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder bei einer neuen Filmkritik bei die Filmfabrik mit mir, dem Dom.